Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit zwei guten und wichtigen Nachrichten beginnen. Erstens, die Renten steigen zum 1. Juli 2023 wieder deutlich. Nach der starken Rentenanpassung im letzten Jahr gibt es auch in diesem Jahr eine Erhöhung. Die Renten werden um 4,39% im Westen und um 5,86% im Osten steigen. Und diese Erhöhungen sind möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung ist und weil die Löhne steigen. Und ganz besonders freut mich in diesem Zusammenhang, dass die Rentenangleichung Ost-West aufgrund der positiven Lohnentwicklung in den ostdeutschen Ländern ein Jahr früher erreicht wird, als das bisher nach den gesetzlichen Angleichungsstufen vorgesehen war. Hat jetzt ja auch eine Weile gedauert. Ein rentenpolitisches Ziel geht jetzt endlich in Erfüllung. Wir haben die Rentenangleichung Ost-West im Jahr 2023. Hat gedauert, aber wir haben dieses dicke Brett gebohrt. Und ich danke auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag, quer durch die Reihen, für die Unterstützung auf diesem Weg. Auch wenn das beides gute Nachrichten sind, weiß ich doch, dass viel darüber gesprochen wird, dass die Rentenanpassung aktuell hinter der Inflation zurückbleibt. Und deshalb will ich es in einen Gesamtzusammenhang stellen, denn das ist nur eine Momentaufnahme. Das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, hat sich nämlich insgesamt im Blick auf die Einkommensentwicklung der Rentnerinnen und Rentner bewährt. Wenn man die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts im Jahresdurchschnitt in den letzten 10 Jahren seit 2012 betrachtet, so beträgt der Anstieg im Westen 26% und im Osten 40%. Im gleichen Zeitraum sind die Preise um 20% gestiegen. Also Sie sehen, damit ist mehr als die Inflation ausgeglichen worden. Bei 1.000 Euro Rente lag die Rentenanpassung somit brutto bei 63 Euro im Westen und bei 198 Euro im Osten über der Inflation in diesem Zeitraum. Das soll nicht die Sorgen, die die Menschen heute haben, verringern, aber es zeigt, insgesamt dürfen wir die Entwicklung der Renten niemals von der Lohnentwicklung und von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abkoppeln. Dann streich doch mal den Kürzungsfaktor. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu kommt, dass wir ein Bündel von Entlastungsmaßnahmen gemacht haben in der letzten Zeit, um die Preissteigerungen abzufedern. Wir haben im Bereich der Rente die Energiepreispauschale von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner auf den Weg gebracht. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir innerhalb von 3 Monaten die gesetzliche Grundlage und die Auszahlung hingekriegt haben. Das ist durchaus ein Kraftakt. Und ich sage auch Dankeschön an die Deutsche Rentenversicherung. Es hat gezeigt, dass wir eine unbürokratische und antragslose Lösung für über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner geschafft haben, damit die diese Energiepreispauschale bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in der Rentenpolitik geht es uns in der Ampel aber auch insgesamt um sozialen Fortschritt. Und in diesem Zusammenhang bedeutet das erste Rentenpaket, was wir in dieser Legislaturperiode schon beschlossen haben, eine Menge Verbesserungen. Wir haben den Nachholfaktor wieder eingeführt, unter Beachtung der Haltelinie des Rentenniveaus von 48%. Und wir haben bei den Erwerbsminderungsrenten sehr viel verbessert. Das war eine sehr gute Idee, Herr Kollege Birkwald. Und es ist übrigens auch ein sozialdemokratisches Herzensanliegen, diese Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrentnern, denn das sind wirklich die, deren Situation immer noch am schwierigsten war. Wir haben ja schon in den Jahren davor in mehreren Stufen Verbesserungen für die Neuzugänge in die Erwerbsminderungsrente durchgesetzt, aber haben jetzt mit dem Rentenpaket 1 eben auch für den Bestand der Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner die Renten spürbar erhöht. Ab 1. Januar nächsten Jahres wird das auch endlich auf dem Konto bei den Rentnerinnen und Rentnern sein und spürbar sein. Und das ist auch ein Stück sozialer Fortschritt, weil wir damit eben diejenigen erreichen, die in der Vergangenheit mit sehr niedrigen Renten aus dem Erwerbsleben ausscheiden mussten. Und schließlich möchte ich auch noch den sozialpolitischen Meilenstein der letzten Legislaturperiode hervorheben, die Grundrente. Wir sind nämlich jetzt so weit, dass wir sagen können, dass schon bis Ende 2022 bei allen 26 Millionen Bestandsrenten geprüft worden ist, ob ein Grundrentenanspruch besteht. Auch dafür mal ein großes Dankeschön an die Deutsche Rentenversicherung. Bei neu beginnenden Renten wird das ohnehin geprüft, aber eben auch bei allen Bestandsrenten. Und es sind jetzt etwa 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die eine Grundrente bekommen. Damit honorieren wir die Lebensleistung. Und passend zum Thema heute wird es auch besonders in Ostdeutschland und bei den Frauen ankommen, nämlich bei denen, die 33 Jahre und mehr gearbeitet haben, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Und wir sorgen mit der Grundrente dafür, dass 1,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die viel geleistet haben, jetzt auch spürbar mehr Geld in der Tasche haben, indem sie diesen Zuschlag auf ihre Rente erhalten, und zwar ohne Anträge auszufüllen, ohne Bürokratie, ohne zum Amt zu müssen, sondern eben automatisch. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, der hat sich im Ruhestand eine ordentliche Rente verdient. Wie viel im Durchschnitt der Zuschlag?
Aber es geht ja auch um die Zukunft. Und um in Deutschland das Rentenniveau dauerhaft zu sichern und die Verlässlichkeit der Rente auch für die künftigen Generationen zu sichern, und bei Rente geht es eben sehr viel um Verlässlichkeit und Vertrauen, geht es darum, dass wir auch in Zukunft eine auskömmliche Rente brauchen. Deshalb arbeiten wir gerade am zweiten Rentenpaket und werden das auf den Weg bringen. Da geht es um stabile Renten und um solide Finanzierung, denn es geht darum, dass auch die junge Generation sich in Zukunft auf die gesetzliche Rente verlassen können muss. Innerhalb dieses Pakets wird deshalb die dauerhafte Absicherung des Rentenniveaus von 48% sein. Bisher haben wir bis 2025 die Haltelinie. Wir werden jetzt eine dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus schaffen, und das bedeutet Klarheit und Verlässlichkeit für alle Beteiligten. Zum anderen werden wir auch die teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung umsetzen. Da geht es um eine Ergänzung der Rentenversicherung, um eine Ergänzung der Finanzierungsgrundlagen. Deshalb ist geplant, ein Generationenkapital aufzubauen. Und mit den erwirtschafteten Erträgen des Generationenkapitals soll ein Beitrag zur Stabilisierung der Beitragsentwicklung geleistet werden. Und dabei ist mir wichtig, dass wir keine Risiken des Kapitalmarkts in die Rentenversicherung holen, sondern für das Generationenkapital eine Stiftung gründen werden. Denn klar ist, die Rente muss verlässlich und sicher sein, und wir werden dieses zweite Rentenpaket bald auf den Weg bringen. Und wir werden noch ein drittes Paket auf den Weg bringen, die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Ein ganz wichtiger Schritt, weil rund 3 Millionen Selbstständige in Deutschland bisher keine Pflicht zur Altersvorsorge haben, übrigens anders als in den meisten europäischen Ländern. Das wirkt sich so aus, dass die dann sehr häufig im Alter in der Grundsicherung landen. Und deshalb wollen wir auch die Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung besser absichern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor einigen Jahren als ziemlich junge Abgeordnete in den Bundestag gekommen bin, war mir das Thema Generationengerechtigkeit ganz wichtig. Ich wollte, dass wir mehr generationengerecht arbeiten in der Politik. Ich wollte mehr nachhaltige Entscheidungen, die auch die künftigen Generationen berücksichtigen. Und dazu gehört natürlich der Klimaschutz, aber dazu gehört eben auch ein vorsorgender und ein sicherer Sozialstaat. Das Versprechen der Rente, das Versprechen des Generationenvertrages muss erkennbar eingelöst werden. Und nur wenn das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung auch in Zukunft weiter funktioniert, werden die Menschen in unserem Land Vertrauen in die gesetzliche Rente haben. Und Vertrauen bedeutet eben auch Sicherheit und Stabilität. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in Zukunft ein auskömmliches Rentenniveau auch für die künftigen Generationen haben. Deshalb ist die Absicherung bei 48% für uns so wichtig. Wir wollen und wir werden dafür sorgen, dass das System der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig stabil bleibt. Und dafür müssen wir es schaffen, dass möglichst viele Menschen in Arbeit sind. Die Stabilität der Rente für kommende Generationen entscheidet sich am Arbeitsmarkt. Und noch vor 10 Jahren haben Fachleute uns viel niedrige Zahlen der Beschäftigten prognostiziert und viel höhere Beiträge. Und sie haben nicht geahnt, dass wir heute 4 Millionen mehr Beschäftigte haben, als damals erwartet worden sind. Deshalb sage ich ja, wir haben eine demografische Herausforderung, und es ist gut, wenn damals die jungen Abgeordneten und heute die jungen Abgeordneten auf Generationengerechtigkeit pochen. Aber wir können mit Handeln das Richtige tun. Wir können das Richtige tun, wenn wir die Finanzierung der Rente sichern, wenn wir daran arbeiten, dass wir mehr Erwerbsbeteiligung möglichst vieler Menschen in unserem Land haben. Wenn das gelingt, ist auch die Rente gesichert. Die entscheidenden Weichen werden dafür am Arbeitsmarkt gestellt, und wir brauchen neben der Stärkung des Arbeitsmarktes eben auch die Mobilisierung inländischer Gruppen und mehr qualifizierte Zuwanderung. Und dazu haben wir in dieser Woche, Herr Minister Heil freut sich schon darauf, noch die Gelegenheit, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem Aus- und Weiterbildungsgesetz viel dafür zu tun, um unseren Arbeitsmarkt zu stabilisieren und für mehr Beschäftigung zu sorgen. Ich freue mich schon auf die Beratung dieser beiden wichtigen Gesetze, die eben auch eine Auswirkung auf die Stabilität der Rente haben werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Koalition sorgt dafür, dass sich alle Generationen auf die gesetzliche Rente verlassen können. Die gesetzliche Rentenversicherung wird weiterhin das solide und belastbare Fundament der Alterssicherung bleiben. Wir sichern damit den sozialen Zusammenhalt durch eine verlässliche Altersvorsorge. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine gute Investition in die Zukunft unseres Landes. Vielen Dank.